Ich habe
Schönen Abend. Danke, dass Sie gekommen sind. In solchen herausfordernden Zeiten freue ich mich, dass wir wieder bei Bene sein können. Ich möchte im Namen der ZV diesen Abend einleiten. Mein Name ist Maria Auberg. Zuerst möchte ich unserem Techniker für den reibungslosen Ablauf danken, der in den letzten Jahren auch am Schluss mit einem Video geendet hat, das man auf YouTube sehen kann. Aber vor allem unseren Sponsoren und hier unserem Hausherrn von Bene, der Markus Eibelmeier heißt und hier auch nebenan sitzt und uns hier so viele Jahre schon als Gastgeber betreut. Wir danken für die Bereitstellung der Räume und für die großzügige Unterstützung. Ja, heute geht es um die Arbeit von Claudia Cavallà. Ich darf Ihnen hier nur in Kürze eine Einführung geben. Viele von Ihnen werden ja das Werk von Claudia kennen. Mich freut es, weil ich schon seit meinem Unterricht an der Universität für angewandte Kunst eine ganze Generation von Kolleginnen und Kollegen kenne, die mit ihrer Arbeit wesentliche Beiträge auch hier für unsere Stadt Wien machen. Und dazu gehört natürlich auf alle Fälle die Claudia Cavallà. Sie hat an der Universität für angewandte Kunst studiert, bei Hans Hollein und dann nach einiger Zeit auch bei Greg Lin. Und dies auch als sehr inspirierenden Inspiration ist immer etwas, das auch von Gegensätzen lebt, von diesen Gegensätzen gelernt. Aber sie hat sich auch in der Welt umgeschaut und dazwischen auch bei Startups Innovationen entwickelt und ausprobiert. Nach Mitarbeit in verschiedenen Architekturbüros, unter anderem bei den Next Enterprise-Leuten, ist sie seit 2010 selbstständig. In ihrer Arbeit setzt sie sich sicher auch mit dem Unauffälligen, mit dem Zufälligen und dem Gewohnten in der Architektur auseinander. Aber auch mit ganz speziellen Dingen, wie zum Beispiel Geometrien wie dem Oloid, das 1929 von Paul Schatz entdeckt wurde. Und daraus eine Arbeit entstand. Ihre Inspiration sind vielleicht auch Spiegel oder Nischen oder Fließbänder, wie bei der Ausstellung zu gebogenen Holz im Markt 2020 oder die klaren Kanten der Formenwelt Otto Wagners, mit der sie im Grundriss derselben Ausstellung im MAC eine übersichtliche Raumordnung schaffte. Cavallàs Arbeit ist bekannt für die feinen Ausstellungskonzepte, für die Wohnungs-Um- und Einbauten und auch für die Einfamilienhäuser. Das Haus Markt 67 in Weiden am See wurde 2015 zum besten Haus im Burgenland gewählt. Sorgfältige Innenarchitektur ist ein selten gefundenes Thema in Österreich und die gelungene Synthese von Innen und Außen, von Gartenkompositionen mit Wohnatmosphären sind bei ihr wirklich gut zu finden. Ihre Ein- und Umbauten spielen mit diesen Elementen, dem Garten und dem Haus, und es ist eine wesentliche Rolle, was dazwischen passiert. Wie bei dem Projekt Stadtgarten, das ein bisschen Brasilien nach Wien bringt. Von der fein gelösten, klaren Geschäftswelt und sind mehrere Projekte auch öffentlich zugänglich, wie die Bar Tabaki, das Untergeschoss des Restaurants Berger und Lohn
Und für Anfang Oktober wird noch die Ausstellung der Frauen der Wiener Werkstätte im Markt zu sehen sein. Und darauf bin ich schon auch neugierig, was heute zu sehen ist, weil wir werden neue Sachen sehen. Also ich finde, sie findet die Baukultur tagtäglich auf der Baustelle, in der Textwahl, im Vortrag. Bitte um deinen Vortrag. Warte, ihr. Guten Abend. Ich fange jetzt mal mit etwas ganz anderem an, als man sich vielleicht erwartet. Also ich habe jetzt mal versucht, neue Dinge zusammenzustellen, die jetzt nicht auf der Website sind. Und ich habe eigentlich mir gedacht, wenn die Maria redet, finde ich es gut, wenn man mal was sieht und nicht immer nur diesen Text, wer jetzt spricht. Und was Sie da sehen, ist Arbeit, die man gemacht hat für die und die dann zu sehen war bei der Ausstellung Josef Frank im Markt 2015. Und es ist ein Versuch, die ganzen Stoffmuster von Josef Frank zu systematisieren. Ich habe das eine sehr interessante Arbeit gefunden, weil man sehr viel von seiner Architektur, finde ich, schon in den Stoffen findet. Weil es, also hier, es sind einfach so, es ist einfach ein Versuch zu kapieren, wie hängen die Dinge zusammen. Also was ist jetzt näher? Zum Beispiel, das sind einfach nur Blumen, die nebeneinander angeordnet sind, also einfach in Gruppen, und dann gibt es Einzelblumen. Also es war einfach so ein Versuch, morphologisch mal eine Ordnung herzustellen und zu sagen, es geht nicht so sehr um, wo kommen diese Motive her und wie sind sie jetzt von ihrer Farbigkeit oder so, sondern wirklich so eine Art Morphologie auszugraben und auszuprobieren, ob das haltbar ist. Und und dann eben Ähnlichkeiten, also die Felder, die nebeneinander sind, haben natürlich Ähnlichkeiten in der Struktur. Und das ist also im gleichen Maßstab, so dass man auch mal versteht, weil das ist ja sehr oft bei Textilien, dass die so abgebildet werden, wie wenn sie keinen Maßstab hätten. Aber die haben sehr wohl einen Maßstab, und das habe ich auch sehr wichtig gefunden, dass man das an diesem, das war so ein großes Plakat, 3 Meter auf 1,50 Meter, dass man das eben hier findet. Ja, also ich fange sozusagen mit der Arbeit von dem anderen eigentlich an. Und da kommt jetzt die Frauen der Wiener Werkstätte. Das ist die Ausstellung, die wir gerade im Markt gemacht haben. Ich sollte vielleicht auch mal ganz was Wichtiges sagen, aber es sitzt jetzt natürlich ganz hinten. Lukas, ja, magst du mal vielleicht kurz vorkommen? Also es steht jetzt hier Claudia Cavallaro, aber es ist jetzt, vor. steht immer Claudia Cavallaro, und es, aber an sich ist es so, dass sie schon sehr lange, jetzt sicher schon 7 oder 8 Jahre, eigentlich immer mit dem Lukas Lederer zusammenarbeitet. Und das ist der Lukas. Magst du bleiben? Ja. Magst du weiterhin? Und also das ist eben die Ausstellung, ich mag die leider nicht mehr läuft. Und es war sehr interessant, diese Ausstellung zu machen, weil wir kurz davor eben die Tonne schon gemacht gehabt haben, die in den gleichen Räumen war. Und hier ist es eben darum gegangen, oder was mich interessiert an der Ausstellung ist, dass man eine Geschichte erzählen kann. Ja? Und wenn ich so eine Ausstellung mache, dann sitzt man dann dort und überlegt sich, was ist eigentlich die Geschichte? Und in dem Fall war es so ein bisschen der Abstieg ins Chaos. Also es fängt ja irgendwie an, die Wiener Werkstätte wird ja gegründet 1908, und die Welt ist in Ordnung. Ja, alles ist in Butter. Und so haben wir eben angefangen, das zu erzählen. Wir haben mal die Highlights alle rausgezogen, damit man die nachher nicht suchen muss in der Ausstellung, sondern das hat man alles schon gesehen. Und dann haben wir hier mal diese ganzen Postkarten aufgefädelt, wo es wirklich für jede Lebenssituation, für jeden Anlass hat, wurden Postkarten hergestellt von der Wiener Werkstätte. Es war einfach so dieses totale Styling vom ganzen Leben. Und das haben wir mal hier, das ist eben der Anfang. Und dann geht es eben weiter. Und was ich interessant gefunden habe im Arbeiten an diesem Thema, war einerseits eben, dass man so viel nicht drüber gewusst hat. Ja, das finde ich auch immer so toll am Ausstellungen machen. Man lernt einfach ganz viele Dinge sehr, sehr nahe kennen. Es ist eigentlich ein totales Privileg, solche Ausstellungen machen zu dürfen, weil man sich einfach mit Dingen beschäftigen darf oder kann, die sonst eigentlich weggesperrt sind oder viel schwerer zugänglich sind. Das, zum Beispiel diese Stoffe,
Das war dann super, weil da hat die Restaurierung hat sie mich legen lassen. Also die habe ich sozusagen wirklich selber hinlegen dürfen. Das habe ich auch sehr super gefunden. Aber der Punkt an dieser Ausstellung war, ich weiß nicht, wer sie gesehen hat, war, dass wir hauptsächlich Zeichnungen gehabt haben. Also eigentlich hauptsächlich sehr kleinformatige Arbeiten oder in einem bestimmten Range, der aber eigentlich sehr gleichförmig war. Und es waren jetzt keine großartigen, sehr dichten Kunstblätter oder keine Architekturzeichnung, also die Komplexität war sehr gering eigentlich, das Format war durchgehend gleich. Und warum diese Ausstellung eigentlich relativ aufwendig geworden ist, von der Gestaltung oder von der räumlichen Bearbeitung, war, damit diese kleineren Blätter oder diese Intimität bekommen, wo sie wirken können. Das ist eine Sache, die mich sehr interessiert. Wie stellt man oder hängt man Dinge? Ja? Also das ist zwar keine architektonische Technik, sondern das ist eigentlich eher was, das man assoziiert mit Schaufensterdekorateuren oder mit Einrichtern. Aber ich finde, das ist, ist einfach was, das mich sehr interessiert und mit dem ich sehr oft arbeite. Also wie stelle ich oder wie hänge ich was? Und der Raum dazu war einfach, wenn ich die ganzen Sachen auf einmal sehe, dann bin ich total überwältigt. Und so haben wir eben versucht, sehr kleine oder kleinere Räume, diesen großen Raum des Max einfach zu, ich zeige nachher den Grundriss und man sieht, was ich damit meine, oder ich zeige ihn jetzt. Man sieht es jetzt hier, also das ist sozusagen das Max, also die obere Halle, und was wir gemacht haben, war sozusagen, es gibt mal drei große Bereiche, eben dieses Descent into Chaos, oder ja, einfach, es wird ein bisschen wie, also es fängt an und alles ist gut, der Erste Weltkrieg kommt, die Wiener Werkstatt ignoriert es gekonnt und macht einfach ein Geschäft in der Kärntnerstraße. Es wird eigentlich kaum, merkt es überhaupt nicht, auch wenn man die Objekte sieht, dass das mitten im Krieg entstanden ist, auch die Kleider, die man dann gezeigt hat, und dann ist es eben so, dann kommt man in die Nachkriegszeit. Also die Ausstellung ist eigentlich chronologisch gegliedert. Und was wir versucht haben, war sozusagen in diesen Räumen zu vermeiden, dass man das Gefühl hat, man sieht schon wieder das Gleiche. Ja? Sondern wir haben eben versucht, möglichst viel den Raum zu bestimmen. Das ist jetzt der letzte Raum. Ich mache das jetzt sozusagen ein bisschen rückwärts. Da geht es um die Frau, also um das Bild, um das neue Bild der Frau. Und da haben wir das eben, gibt es wieder andere, also die Decken waren, wir haben mit den Decken gearbeitet, um diese Räume sozusagen nochmal zu definieren. Und hier ist dieser letzte Raum, wo es einfach schon ein bisschen jazziger ist. Und also deswegen haben wir es versucht mit diesen Leuchtnobs, jetzt geht es in die falsche Richtung natürlich. Das war die gegenüberliegende Arm. Und hier ist es wirklich so, dass es einfach nur mehr so Heiterkeit und Ruhe geben soll. Also, dass man durch diese abgehängten Stoffbahnen wird das Licht irgendwie ganz anders. Es ist nicht so harsch, sondern es ist viel milder und ruhiger, irgendwie sonniger. Also so hat man auch das Gefühl, so war das ein bisschen. Hier geht es ums Haus. Also es geht sozusagen um Gegenstände für die Wohnung oder fürs Haus. Keramik, es geht aber auch um Wandmalerei. Und das hat dann eben sozusagen wie so eine Decke gekriegt und einen Tisch, eben wo dann die Keramik drauf war, um sozusagen, da kann man sich auch hinsetzen. Also es ist ja sehr viel, trotzdem, es waren 850 Objekte. Ich habe es gut gefunden, dass es einfach irgendwo mal so einen Punkt gibt, wo man sich hinsetzen kann und den Katalog vielleicht anschauen und einfach eine Pause kriegt und nicht so einfach durchgezogen wird. Da sieht man eben auch nochmal diesen Tisch und diese Pölster dazu haben dann Wiener Times, das ist ein befreundetes Label, die so Dinge fürs Haus machen auch, haben die dann extra für die Ausstellung gemacht, was ich wirklich sehr, sehr fein gefunden habe. Und nur eine Sache, um zu gliedern, also neben diesen Decken waren diese Metalltore. Es war total lustig, weil die haben wir zuletzt gehängt. Und bis diese Metalltore drinnen gestanden sind, hast du das Gefühl gehabt, das ist einfach nur viel zu groß. Also du siehst zu viel auf einmal von dieser ganzen Ausstellung. Und hier auf diesen Metalltoren war dann nur eine Ebene von Informationen, die wieder mit dem zu tun hat, was ich vorher gezeigt habe, mit Textilien. Wir wollten ursprünglich Textilien drucken, also wirklich auf Textil. Und ein guter Freund, Johannes Borsch, hat zu mir, der selber im Ausstellung auch macht, hat gesagt, du kannst das nicht machen, du kannst das nicht so vermischen.
Ja, also du, dann weiß keiner, ist es Objekt oder ist es Display. Ja, und wir haben dann gesagt, okay, was könnte man machen, damit man das merkt. Ja, und ich finde dann Stoff, also gerade Textil, wenn man das ausbreitet, versteht man eine Sache nicht, wofür das Textil eigentlich gedacht war. Also das ist dafür gedacht, dass es sich wirft, also dass es weich ist. Und diese Weichheit, wenn ich das so, also wenn ich den Rapport sehe, ist es eigentlich ein bisschen dagegen arbeiten, ja? Weil ein Textil sehr oft das ist, das eben dazu, dass es ein Vorhang ist oder man bezieht was damit und durch das dieses Muster eigentlich verunklärt wird. Und das, Sie kennen das sicher selber alle. Irgendwann mal wiederholt sich ein Muster wieder und dann wird es wieder, also so ein bisschen, wie soll man sagen, kann auch wirklich furchtbar ausschauen, also gerade wenn man was tapeziert damit. Und deswegen, was wir halt versucht haben, war zu zeigen, was ist der Maßstab von diesen Stoffen, weil ganz oft ist in Sinn in der Ausstellung nur so kleine Stücke zu sehen, die haben das nicht mitteilen und deswegen habe ich das wichtig gefunden, dass man sieht es hier nochmal, dass man einfach sieht, wie es wirkt, also wenn ich jetzt nur so einen ganzen Lappen oder so eine ganze lange Bahn hätte, wie wird sowas dann funktionieren? Genau. Was auch interessant war natürlich, war durch das, dass wir davor die andere Ausstellung gemacht haben, war, wie anders natürlich so ein Raum auch wirken kann. Das ist nämlich drüber gelegt, die von der die Maria vorher gesprochen hat, die Donut-Ausstellung. Und das, die hat dann so ausgehört. Also da ist es um was ganz anderes gegangen. Die Tonnet war lauter gleiche Objekte, also es waren nur Sessel, also bis auf ein paar Ausnahmen, waren Sitzmöbel bzw. Sessel. Und ursprünglich wollte ich eigentlich das Konzept oder wollten wir das Konzept von den Frauen, also das in einzelnen Räume zu teilen, für die Tonnet nehmen. Das war, und wir waren schon relativ weit und dann haben wir gedacht, bitte. Wenn man einmal die Chance hat, wirklich sozusagen das Gleiche zu zeigen und mit dem zu arbeiten, dass man sozusagen eigentlich überwältigt. Also der Punkt an der Tonnet war eigentlich zu überwältigen. Es ist wirklich darum gegangen, dass man reinkommt und sich denkt, oh Gott, so viel. Ja? Es war nämlich gar nicht so viel, es sind 220 Sessel. Aber das war ein bisschen der Gedanke hier zu sagen, man wird geführt, aber das ist eigentlich ganz klar, was im Markt immer ein bisschen schwierig ist, aber man sieht sozusagen diese Menge. Man hat einfach so einen Eindruck von, wie viel es ist und was das an Produktion ist. Und mir war außerdem wichtig, oder ich finde es außerdem wichtig, dass man die Sachen von allen Seiten sieht. Also sehr oft werden Sessel eben, damit es nicht so überwältigend ausschaut, oder Möbel, vor eine Wand gestellt. Und durch das sehe ich eigentlich immer nur die Vorderseite. Aber gerade bei solchen Möbeln ist es eigentlich eben interessant zu sehen, was haben die sonst noch, wie schauen die von hinten aus, wie schauen die von der Seite aus. Wie ist es gelöst, wie sind gewisse konstruktive Details gelöst. Und deswegen war das einfach ganz ein anderer Zugang. Was aber ähnlich war, war das Problem, ich habe es jetzt gerade beschrieben, das Problem des wie führe ich. Hier war es ja so, dass normalerweise ist es im Markt, kommt rein und muss ich entscheiden, gehe nach links oder nach rechts. Einfach deswegen, weil dieser Bereich meistens zu ist. Also dieser Teil hier ist normalerweise das Vitrinenlager. Und durch das, dass es eine chronologische Ausstellung war, haben wir gesagt, es kann nicht sein, dass ich runtergehe und wieder zurück und dann mache ich den nochmal eine Schleife. Und deswegen war es eben wichtig, dass die so, also dass das offen ist, während wir bei der Tonnet gesagt haben, das ist eigentlich egal, weil ich laufe einfach dieses Band entlang und dann überkreuze ich das Band so, dass es sozusagen trotzdem wieder möglich ist, was anderes zu sehen, wenn ihr den gleichen Raum durchlauft. Das war hier der Gedanke, dass man da eben nicht das Gleiche sieht. Und das ist eigentlich auch wieder so ein Projekt, wo es ums Wegführen geht. Also wie komme ich von A nach B in dem Fall? Das ist der Stiegenabgang in die Toiletten vom Berger und Lohn im 18. Bezirk. Und da haben wir letzten Sommer mit der Maria Ziegelböck, die hatte leider nicht da ist, ich habe die Maria gebeten, dass sie das fotografiert, weil ich gefunden habe, das ist irgendwie ein Raum, der eigentlich, das ist nett, wenn man den fotografiert, wenn er leer ist, aber darum geht es nicht. Das ist das WC von einem
Restaurant. Und deswegen habe ich gefunden, eigentlich ganz schön, dass eben mit der Modefotografin oder ja, unter anderem ist die Maria auch Modefotografin, zu fotografieren. Und sie hat dann gleich vorgeschlagen, eine nackte Frau, eine Nebelmaschine und eine Lichtorgel. Und so, okay, whatever you say. Und ich finde, es ist total an diesen Fotos, es ist jetzt auch fotografiert worden für Pop und Kretschmer, für Anzeigen, und dort merkt man es überhaupt nicht. Aber hier finde ich, einfach die Fotos, habe ich mir dann gedacht, okay, wie wichtig ist, wenn du einen Spiegel hast, muss der Spiegel was reflektieren, weil sonst ist es sinnlos, einen Spiegel zu machen. Also zumindest, wenn man ihn so, wie soll man sagen, Crazy Horse-mäßig verwendet. Das ist der Grundriss dazu. Hier ist das Lokal, das ist im Erdgeschoss, das ist der alte Bürgerhof im 18. Bezirk. Dann geht eben eine Treppe runter, das ist dieses Spiegelkabinett. Dann gibt es hier nochmal so einen Durchgang, wo eigentlich ursprünglich die Garderobe hergehört. Die ist aber noch nicht, also die gibt es nicht. Und dann geht es eben in die Damen- und Herren-WCs. Das Interessante an diesem Projekt war, es ist wahrscheinlich eines der billigsten Projekte, die wir je gemacht haben. Aber das Gute ist, wenn man ein billiges Projekt macht, wenn der Bauherr Marmor hortet, das ist super. Dann sieht man nämlich nicht, wie billig es war. Aber der Punkt war wirklich, dass das, was man hier sieht, sind die Reste von, wie hat der Steinmetzkasten in Treskirchen? Also es gab in Treskirchen einen super Steinmetz, der dann leider in Konkurs gegangen ist. Und die Platten, die keiner wollte, also wirklich so die Restel, hat der Horst Scheuer eben das Lokal gehört, gesammelt und gehortet. Und ich habe ihn dann getroffen und er hat gesagt, ja, du kannst machen, was du willst, das muss Marmor sein. Und durch das ist das halt dann einfach entstanden. Also der Marmor war mal fix und die Spiegel waren auch aus irgendeiner Verlassenschaft oder keine, von irgendeiner Auktion, da 50 Spiegel. Das heißt, immer wenn ich irgendwas nicht und er sagt, ja, nehmen wir Eiche, na, Marmor. Und das die ganze Zeit das halt Marmor gemacht. Wir haben dann nur die Decken gehabt und da haben wir dann so ein super, also das haben wir schon ein paar Mal verwendet. Die Frage war, sieht man sozusagen die Decke, müssen wir die ganze Decke verkleiden oder so? Und ich habe mir gedacht, das wäre doch irgendwie besser, wenn man, das ist so ein Lampenschirmmaterial, das ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein großer Lampenschirm, dass man wie so durch einen Gang geht und das macht es nieder, dass man was anderes sieht und es eng. Also das war so der Gedanke zu sagen, vor allem weil da ja eigentlich nur mal die Wand stehen wird, also für die Garderobe, dass man dass eh keiner hinschaut. Also wenn du woanders hinschaust, dann ist es wurscht, wie die Decken ausschaut, ja. Und diese Pflanze, das ist jetzt noch viel, viel dichter, war dann einfach so vom Bauherrn eine Ergänzung, weil die Garderobe nicht da ist und es schaut eigentlich ziemlich gut aus. Genau, und was auch noch ist, ist es wie so ein White Way, also man kann gar nicht so betrunken sein, dass man das Klo nicht findet, weil es ist wie so eine Landebahn. Also man geht einfach diesem Weiß nach und dann steht hier Herren, also ist klar, dass es eine Damen ist. Und dann ist es so. Das ist dann das Damen-WC, das ist viel größer als, es hat eben nur so davor so eine Art Powder Room. Und die Entscheidung letztendlich war, es hat hier nicht so viele Entscheidungen gegeben. Es war, wir haben kleine Platten gehabt in diesem Creme und dem Schwarz. Die waren kleiner und gesagt, okay, gut, dann machen wir den mit denen in den Boden, weil das ist eigentlich schön und es gibt dem ganzen Raum wieder Maßstab. Und alles, was Farbe war, ist an die Wand gegangen. Das war sozusagen die Entscheidung. Das ist ja ganz, wir haben es wie gesagt noch nicht fotografiert, aber damit man ein bisschen einen Eindruck hat, wie das dann in Wirklichkeit ausschaut und nicht nur, das ist die Damen. Und hier ist jetzt nochmal eben dieses Stiegenhaus, weil was ich für das Projekt dann auch sehr interessant gefunden habe, war mit dem Fotografieren, ist, wie sehr das Licht dann einfach auch ändert. Ja, also da sieht man da unten schon ein bisschen den Nebel und hier ist eben so eine blaue Kante, die sich da eben nochmal ist bei der Damengarderobe war dann einfach so eine Art Jugendstil-Effekt. Und wenn du das Licht änderst, dann ist auf einmal ein völlig anderer Eindruck, wenn du diesen Horizont, der schon drinnen war, also diese Holzdecke einfach so spürst und dieses nach unten gehen. Ja. Genau. Das ist auch ein anderes Projekt, der Stadtgarten, der eigentlich auch wieder sehr viel mit dem Weg zu tun hat. Also wie Dinge
Weg aufgefädelt werden. Das ist der erste Stock. Da gibt es eine Terrasse und an die Terrasse schließen dann verschiedene Räume an. Das ist so eine Art Gemeinschaftsküche und das ist das Erdgeschoss, da kommt man eben von der Straße rein und hat eben diesen Garten. Und hier gibt es bewegliche Stiege, also diese Stiege kann man hochziehen, das ist wie so eine Klappbrücke. So schaut der Garten aus. Die Maria hat es vorher schon gesagt, also sie hat in Holland und 7 Jahre lang in einem Internet, wollte dann eigentlich Landschaftsarchitektur studieren und bin dann aber drauf gekommen, dass sie erstens so inskribiert war, das habe ich sehr super gefunden, das ist gut. Und das zweite war, dass ein gewisser Zugang, wie es zum Beispiel auf der BOKU war, dass sich das ausgeht. Also ich war einmal auf der BOKU-Bibliothek mit so, wie soll ich sagen, so ein bisschen wie jetzt und das war nicht so, also die Gegenseitigkeiten waren ja wenige. Und dann bin ich auf der Angewandten gegangen und habe beim Greg weiter studiert und das Interessante war, Greg, dass sich dieses Interesse für Landschaftsarchitektur, das zum Beispiel in der ersten Zeit, wo ich studiert habe, ich habe 87 angefangen und dann wahrscheinlich bis Mitte 90er Jahre beim Holland studiert, ich war sehr langsam und habe dann erst 2005 Diplom gemacht bei Greg Lynn, dass dieses Interesse einfach viel mehr war, also an Landschafts- oder an Garten oder an Pflanzen oder nicht architektonischem Material. Und das ist eben der Garten, das sieht man eben diese Stiege. Ihr habt das auch sehr schön gefunden, dass sozusagen man versteht nämlich nicht, wie man in diesen Garten reinkommt. Ja? Alle umliegenden Fenster, es ist ziemlich mysteriös, wie man da reinkommt und deswegen ist eigentlich auch dieser Gedanke gewesen, dass man sagt, das ist man weiß nicht, aber wie man sozusagen wirklich runter die Stiege sich bewegen lässt. Und ich habe es aber wichtig gefunden, dass dieser Garten, auch wenn man von oben drauf schaut, einfach was bietet, also auch für die umliegenden, deren Garten es jetzt nicht ist, dass das was ist, was mit dem, was einfach schön ist zum Anschauen. Das ist die Terrasse, da haben wir dann auch noch so Balkone gebaut. Und im Haus, das schließt jetzt immer an die Terrasse an, das ist diese Gemeinschaftsküche, wo ich die vorher erzählt habe. Und das ist das Stiegenhaus. Da haben wir eigentlich nichts gemacht. Also nichts machen ist ist auch eine sehr beliebte Technik, so greift man den Ohren lieber nicht. Da ist irgendwas überlagert, aber wurscht. Das ist eigentlich mein erstes Projekt, also nachdem ich dann wirklich gearbeitet habe, war das, haben Freunde, die ja 30er-Jahre-Haus haben, gesagt, sie suchen einen Architekten, der diese Zeit noch sozusagen gekannt hat, aktiv, das war so im Mail. Und das war 2010, da habe ich halt zurückgeschrieben, ja, also Architekten werden zwar sehr alt bei guter Pflege, aber so alt doch nicht. Und ich habe gesagt, ja, ich kann Ihnen gern so, also ich kann gern sagen, wen das interessieren könnte oder wo ich mir denke, das könnte für Sie interessant sein. Und dann so einen kleinen Wettbewerb geben. Und ich wollte, wie gesagt, eigentlich Landschaftsarchitektur machen und dann war es aber so, dass das genauso an der Schwelle war. Und ich habe gedacht, und dann habe ich gefragt, ob ich vielleicht mitmachen darf. Und ich gesagt, ja, mach mit. Und dann war es eben sehr lustig, weil der Peter Sandbichler, also jenseits dieser Tür ist eine Terrasse, die hat der Peter Sandbichler gemacht und ich habe dann sozusagen dann diesen Schwellenraum, also diesen Durchgang, die Garderobe ist es in Wirklichkeit, das war eben mein erstes Projekt. Und dann haben wir Jahre später, haben wir dann eben weitergebaut. Also das finde ich eigentlich auch, fände ich eigentlich ganz schön, wenn man, aber es ist natürlich nervlich sehr belastend für die Bauherren, wenn man Baustellen hat, die über lange Jahre gehen. Ne? Weil dann hat man gewisse Manierismen wieder abgelegt und andere kommen dazu. Also das war auch so, dass man sieht das jetzt gar nicht so. Das ist nämlich ziemlich gefinkelt, also das ist ganz verspiegelt und da ist es klar, es ist wie ein Geschäftsportal in einem Haus eigentlich. Und man sieht da eben rein, da muss man immer schauen, dass der schöne Mantel vorn hängt. Und dann haben wir eben Jahre später nochmal umgebaut. Irgendwann sind wir jetzt fast fertig, würde ich sagen. Und das ist eben wieder diese Garderobe und da schaut man jetzt ins Wohnzimmer und daneben gibt es das Klo, also das ist der Abzeiger. Ich weiß nicht, da habe ich die Reihenfolge, ist jetzt ein bisschen durcheinander.
Durch diesen Durchgang kommt man eigentlich hierhin, das ist das Esszimmer. Und das ist eine Sache, die haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht und hier funktioniert sie super, finde ich. Also erstens haben wir eigentlich die Zimmer umgedreht. Ursprünglich, jetzt schauen wir vielleicht auch da mal vor, wo ist der Grundriss. So hat das Haus eigentlich mal ausgeschaut. Diese Garderobe ist hier, das ist sozusagen der Verteiler. Und dann geht es hier Richtung Küche und Stube. Und hier ist der Wohnbereich. Und das Tolle ist, wenn man auch eine Sache, die schon super ist, ist Bauherren, die mitdenken. Also die leben dort natürlich jeden Tag und die sehen, wo geht das Licht auf? Wann geht die Sonne unter? Was ist gut? Wie schaut das aus? Und das war bei diesem Projekt sehr, es war eben wie gesagt auch nicht die erste Zusammenarbeit, war das sehr... wie soll ich sagen, bestimmend eigentlich, ja, weil bestimmte Entscheidungen einfach durch das kommen sind, dass Beobachtungen gemacht worden sind, die man als Architekt meiner Meinung nach relativ schwierig machen kann, weenn man einfach nicht so viel Zeit in einem Haus verbringt, ja. Und hier war es dann so, und wir wollten ja eigentlich nur einen ganz kleinen Umbau machen, dass wir irgendwann mal gesagt haben, man muss das anders machen. Es war hier war ein Studio, und hier war ein sehr langes Wohnzimmer, hier war so ein Binnenwohnzimmer, das nordseitig war, und hier war nochmal die Bibliothek. Und wir haben gesagt, eigentlich ist das vom Licht total falsch, und haben dann gesagt, wir machen das so, wir stellen das wirklich alles um. Hier ist dann, man sieht nur sozusagen, wie es dann worden ist. Und wir tun sozusagen diesen Wohnbereich über Kreuz mit der großen Tür verbinden. Und das Schöne daran ist irgendwie, und das habe ich, sage ich mal, vom Josef Frank gespranzt, ist, man hat genug Privatheit, also es können viele Dinge nebeneinander ablaufen, also da kann man was anderes machen als hier, und man hat aber nicht das Gefühl, man ist ausgeschlossen. Also oft ist es eben, kommt mir vor so, dass man nicht weggehen will, man denkt, da ist jetzt die Action, ja, und deswegen picken dann alle auf einem Ort, die Küche zum Beispiel ist der Klassiker. Aber hier geht es wirklich so, dass man genug mitkriegt, ohne dass es einen jetzt wirklich so stört, dass das doch, vor allem wenn es mehr Leute sind, einfach leichter zu zu bevölkern ist. Ja? Also es ist wirklich sehr, und ich glaube, das hängt einfach auch über, und das Zweite, was sehr schön ist an diesem Haus, ist die Art, wie das Licht, wie viele verschiedene Lichtsituationen koexistieren. Also ich habe es vorher gesagt, hier ist der Nord, dieser Nord, also hier ist Norden, lustigerweise mit dem Wintergarten davor, den haben wir aber behalten. Und das Schöne ist, man hat vielleicht, es ist vielleicht Hochsommer, auf den Fotos sieht man es jetzt nicht so sehr, ja. Und es ist dunkel hier drin. Also man kommt wirklich so vom strahlend hellen, wird es irgendwie dunkler und ruhiger, aber es hat irgendwie, man hat nicht so das Gefühl, man geht ins Dunkle. Hier haben wir natürlich aufgerissen, da waren so ganz dicke Wände und haben sozusagen diesen Verbau gemacht, der eine Dicke hat, aber keine Masse. Also es macht sozusagen, das war auch sehr lustig, weil wir wollten da eher so was Dünneres, ja, so ein bisschen flimsy. Und dann hat der Bauherr gesagt, das will er nicht, er will hier Masse. Also er will irgendwas, wo das Schützender ist, also das Geschlossener ist. Und das war dann halt sozusagen Versuch, sowas zu machen, dass es einerseits schützend ist und auf der anderen Seite aber eben genauso eine Lichtdurchlässigkeit hat. Die Säulen machen natürlich absolut gar nichts. Und die ganze Situation ist eigentlich geklaut aus der Wohnung von Auguste Perret in Paris, also in diesem wunderschönen Haus, wo er auch das Atelier gehabt hat. Das ist dieses Wohnzimmer, da ist auch alles geklaut. Also Anwesende können sehen, auch wo geklaut. Aber da habe ich auch die chinesische Phase gehabt. Wie man hier sieht, da haben die Bauherren zwischendrin in einem Luigi Blau Haus gewohnt. Das ist auch schön. Und das war die chinesische Phase. Das zum Beispiel außer Fall von nichts tun. Also da, das ist, die ist dann zerputzt worden, die Bank und auch die Jalousien. Da sieht man es ein bisschen. Hier ist es natürlich wirklich, wirklich wahnsinnig hell und so richtig Sommer. Das ist aber der gleiche Moment, wo es drüben dann wirklich so kühl und abgeschlossen ist. Das ist die Küche. Ja, das ist jetzt was ganz anderes. Das ist das Haus von Josef, also die Villa Bär, die ja jetzt Gott sei Dank
wieder eine Zukunft hat, so würde ich sagen. Und das war 2017, habe ich das Glück gehabt, dass ich sozusagen für SMAC an einer Studie mitarbeiten habe können, wo es darum gegangen ist, was kann man mit dem Haus tun oder wie ist es beieinander. Und warum ich das zeige, ist, was mich daran interessiert hat, war, wie wenig ich bin wirklich vor dem Problemstand, wie kartiert man sowas? Weil wir lernen alle, wie man einen Plan zeichnet, aber wir lernen eigentlich alle nicht, wie man zeichnet, was ist verschwunden, was ist nachher hinzugefügt worden. Also das hat mich an dem interessiert und das Pink zum Beispiel sind Dinge, die verschwunden sind. Und da gibt es auch noch ganz andere, aber das ist jetzt der Möblierungsplan, wo man aussieht, wo die Fotoaufnahmen waren. Und also es gibt ja nicht so viele Fotos von dem Haus. Das ist jetzt more of the same. Und da sind jetzt nochmal die Kästen rausgezeichnet. Jetzt ist es natürlich total interessant. Der Chris Prasser ist eher auch hier. Das sind natürlich das waren Dinge, die mir teilweise relativ schnell beziehungsweise auch anhand von Fotos gemacht haben, dass man einfach auch merkt, da gibt es viele Dinge, die so nicht waren, wie das dann hier dargestellt ist. Aber ich finde es als grafische Art der Erfassung, ich hätte es anders nicht machen können, also diese ganzen Beschreibungen. Dann haben wir gedacht, nicht immer alles wird was. Und wir haben so ein bisschen gestern nur herumgekramt und gesagt, was haben wir denn noch? Wie viele Bücher angeschaut über Arts and Craft und auf der anderen Seite nur auf historische englische Architektur auf der anderen Seite. Und dann sind wir gefragt worden für einen Vorschlag für ein Haus in Langenlois und das ist dann dabei rausgegangen. Das war wirklich so ein bisschen so fachwerkmäßig sein soll. Ist nichts geworden. Das ist Phase 1, ist auch recht anarchisch, aber es ist auch eine Sache, die mich wirklich sehr interessiert, dieses nicht im Raster oder nicht regelhaft oder zumindest nicht. Und dann war ich sehr erschreckt, wo ich diese Fenster jetzt wieder gesehen habe und dachte, ja, ich weiß auch, wo die her sind. Also sie sind ziemlich ähnlich denen der Villa Bär. Das ist auch so ein anderes Häusel, das ist auch nichts geworden. Das ist in Weiden am See, wo wir ja ein Haus schon gebaut haben, am Hauptplatz. Und da war irgendwie das Interesse des Hauses nämlich wirklich nicht schön. Aber wie kann man was machen, wo man nicht merkt, dass man was gemacht hat? Also das ist auch relativ oft so die Frage. Und in dem Fall war es halt die Überlegung, man hat vorne einen sehr großen Raum. Man sieht es hier, der ist so zweistöckig und man macht einfach ein bisschen absurd hohe Fenster, macht sie aber so hoch, dass es wirklich so von oben runterfällt, weil dieser Hauptplatz, erstens ist er nicht sehr attraktiv zum Hinschauen und zweitens wisst ihr nicht, dass da jemand reinschaut und deswegen gibt es ein bisschen eine Erhöhung und dann gibt es die nächsten Fenster, die praktisch unterm Dach so hängen und eigentlich nur für die Beleuchtung, das war so eigentlich war das wie so eine Art offener Raum, der Rest war dann eher konventionell, aber das war einfach so ein Stiegenhaus mit Raum dazu. Ist leider gescheitert, weil sich die Bauherren scheiden haben lassen. Es ist nicht immer alles sehr groß, es ist ein sehr neues Projekt, da arbeitet oder da wohnt jetzt eine Kollegin, mit der wir zusammenarbeiten, die Katharina Hohenwarter. Und das ist ein sehr wirklich sehr, sehr klein. Katharina, wie viel Quadratmeter warst du das? 38, okay. Und hier war die Überlegung, das ist so ein 50er Jahre Genossenschaftsbau, der eigentlich da so eine Trennmauer gehabt hat. Und es ist sehr einfach, aber die Überlegung war halt, wie kann ich in sowas leben und nicht das Gefühl haben, ich bin irgendwie eingesperrt. Und es ist sehr viel Storage, also sehr viel davon. Also da oben gibt es einfach so einen Balken, wo einfach der ist hier drüber. Ah ja, da fehlt ein bisschen die strichlierte Linie. Da ist einfach das, da kann man das ganze Gramouri, das man heute so hat, reingeben. Und dann gibt es eine Küche und da gibt es nochmal mehr Stauraum. Und der Rest ist halt sozusagen einfach frei und hat eben, man hat eben diese Servicezone und da vorne den Arbeitsbereich. Und es geht noch kleiner, das ist so ein Gartenhäusel, das eigentlich, das ist die Dusche und das WC und dann ist eine Küche. Man kann da so durchgehen und das hat eben so ein Dach und es ist echt lieb. Ja, und jetzt Klappe zu
Und ja, das war's. Ah ja. Hire us. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Das war wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit. Aber, und das finde ich auch ganz toll, auch ein Raufen mit sich selber und mit euch beiden ist das ja am Foto noch einmal lustiger zu sehen, wie viel Freude ihr an der Arbeit habt. Das merkt man, glaube manchmal. Ich möchte jetzt kein Co-Referat halten, sondern lieber die Anwesenden auch bei der guten Stimmung, die gerade ist, Fragen stellen lassen. Weil ich denke, wenn jetzt die Claudia schon hier ist und uns da so durchgeführt hat, was sie gerade jetzt macht, dann ist das also sehr spannend. Und ich danke auch gut für diese Vorausschau, weil es sind ja, wie wir es alle kennen, manche Arbeiten funktionieren, andere kann man gut brauchen, damit man da was Gescheites gelernt hat. Aber vielleicht hat jemand eine Frage an die Claudia, die sich jetzt aufgedrängt hat bei diesen Arbeiten. Ich war jedenfalls überrascht von dem Detailreichtum. Ich würde sagen, dass ich mich auch gefreut habe zu sehen, wie viel bei dir sich klappt und bewegt. Collapsible Architecture ist eine, glaube ich, ganz wichtige Fahrweise in dem Beruf. Ja, bitte. Also, der Otto will natürlich ein Mikro. Irgendwas zum Schauen. Ich bin ganz fasziniert von dem Kontrast zwischen, also es gibt eigentlich drei Szenarien. Also da haben wir gerade vor uns sozusagen ein Foto, das die Wirklichkeit scheinbar sehr schön bietet. Und dann gibt es deine unglaublich schönen Skizzen. Also die haben mich extrem bezaubert, diese ganz zarten Zeichnungen, die unglaublich viel Atmosphäre haben. Und dann gibt es diese ganz also computertechnischen Pläne. Also man bewegt sich eigentlich zwischen ganz verschiedenen Werkzeugen oder auch Repräsentationen von Wirklichkeit. Ist das für dich sozusagen wie der Fisch, der durchs Wasser schwimmt? Oder gibt es da auch verschiedene Räume, wo man sagt, das einmal mache ich das so, dann das andere mache ich so oder das benutze ich zu dem und das zu dem? Ich glaube da schon, dass man sich so ein bisschen so Arsenal zurechtlegt, weil man wird ja, also wir haben leider schon ein bisschen die Tendenz, immer alles neu zu erfinden. Also wir haben so Bauherren, die gesagt haben, wenn sie nochmal eine Abrechnung sehen, die anders ausschaut als die davor, gibt es Krieg. Also man versucht schon immer wieder ein bisschen an. Wir arbeiten auch immer mit anderen Fotografen oder oft. Ja, also wir haben recht viel mit dem Robert Brunner, das ist mit Matthias Kloos. Es ist irgendwie immer, finde ich, ganz interessant. Und findest du die Zeichnungen echt so Computer oder was? Nein, es gibt die Handskizze, ja, die ja also wirklich also ostasiatisch schön, ja, zart ist und unglaublich also sensitiv. Und dann gibt es diese Pläne dann, nicht? Also die also Computer. Und das sind also eigentlich zwei Welten, finde ich, nicht? Also, oder vielleicht ist es eh. Aber ja, das finde ich aber total lustig, dass du das sagst, weil ich finde das ja voll oldschool, ne? Also. Ja, ich bin auch noch gut. Ich glaube, in der Letzte, der wirklich so, dieser Filter verrückt. Ja, der Ernst, Fuchs, ich habe das vom Ernst, Fuchs, kann ich mich erinnern, wo ich für den Ernst gearbeitet habe. Ist immer gekommen, so, na, das stimmt hier nicht. Und ich bin gehasst wie die Pest. Und jetzt bin ich genau gleich. Aber ich finde die sehr oldschool. Also ich finde die nicht, also so Computer, was man nicht machen, ist Renderings. Oder so, also wir nehmen schon das 3D-Modell, wir bauen ein 3D-Modell und wir arbeiten damit, weil gerade bei so komplexen Ecken geht es einfach schneller. Aber wir machen keine Renderings. Gibt es nicht. Also wir können es nicht. Wenn es jemand will, dann müssen wir es außer Haus. Aber ich weiß nicht, Modell bauen wir viel. Stimmt. Kein einziges Foto von einem Modell, dabei haben wir echt schöne Modelle. Hm. Also ja. Ich bedanke mich sehr, sehr inspirativ. Also ich habe, jetzt weiß ich, warum mir in der Ausstellung der Künstlerinnen der Wiener Werkstätte der erste Tisch
am allerbesten gefallen hat, weil du ihn gelegt hast. Seid vielleicht in der. Ja, vielen Dank für diesen guten Kommentar. Das ist natürlich das führt mich natürlich auch gleich in dieses Assoziieren, dass wir mit den begonnen haben, von dir zu hören, die Analyse von den Josef-Frank-Stoffen. Aber wenn wir jetzt bei diesen schönen atmosphärischen Wohnzimmern waren, wo man jetzt natürlich im Vortrag nicht genau weiß, welches Zimmer ist jetzt hier auf dem Plan und so alles, dann ist das eine völlig Welt ohne diese digitalen Konstruktionen. Und das, glaube ich, ist schon etwas, wo wir noch ein bisschen von dir über Wohnatmosphäre hören sollten und was du eben hier aus der Kreieren des Wirklichen etwas machst, was sich eben im Eye, Beauty is in the Eye of the Beholder, also wo eigentlich das sich erst fügt, wenn man drinnen ist. Wir haben ja damals das beste Haus gewonnen und da ist Katharina Ritter zu mir gekommen und hat gesagt, wegen den Fotos habt ihr das nicht gewonnen. Also man merkt, also ich glaube, es ist auch eine Sache, die mich jetzt vielleicht auch nicht so interessiert. Also ich finde, dass Architektur irgendwas ist, was so viel mit dem Schauen zu tun hat. Ich meine, schon natürlich geht es Spiegel und alles, was man will, aber ich finde es interessanter, was man spürt. Also wenn ich auch vorher geredet habe über das Durchgehen bei diesen Ausstellungen, dann ist es wirklich was, dass man sich überlegt, wie merkt man, dass es auseinandergeht oder zusammengeht, ein Raum. Also es geht eher darum, dass man was spürt, aber jetzt nicht im Sinn von spüren, ja, sondern dass man was merkt, sondern dass es einfach passiert. Also und es ist einfach da, es macht einfach was, aber man denkt nicht drüber nach. Das ist, also für, wenn man es benutzt, ja. Und ich, eine Sache, die ich jetzt nicht gesagt habe, aber es ist schon so, dass das, was man hier sieht, ja, dass mir zeichnen das und dann hast du aber wirklich noch Tischler oder so, die dann an dem weiterarbeiten. Das ist ja nicht irgendwas, das zeichnet man und dann wird das genauso gebaut, sondern das sind wirklich Sachen, da gibt es dann wirklich super Möbeltischler, die dann halt dann sagen, na, das ist eine Riesenstreiterei natürlich, wie dick und wie wenig dick und dieses Eck darf man ja nicht angreifen. Also es ist jetzt nicht so, dass dann. Aber ich finde das schon wichtig, eben wie ja auch die Bauherren sozusagen, die was dazu beitragen und nicht nur was, sondern ganz viel auch wertvolle Beobachtungen. Da die Bank, die habe ich gar nicht gesagt, weil das ist nämlich so ein super Beispiel dafür. Wo ist sie denn? Falsch. Sorry, ein bisschen langsamer. Die muss doch irgendwo. Da, die Bank. Die Bank ist im Esszimmer, die geht über die ganze Breite. Und die Bank ist deswegen da, weil die Katja gesagt hat, ja, aber wenn ich hier sitze, dann schaue ich genau auf den Garten raus. Und da war früher das Sofa. Und jetzt können wir da nicht irgendwas machen, weil es ist ein super Platz. Und es ist wirklich ein super Platz. Ja? Und das sind einfach Sachen, wo man, wo es einfach auch Spaß macht. Und das ist dann, das war dann so eine Sache, wo wir gesagt haben, die Westsonne kommt eben hier hinter uns sozusagen. Also, und deswegen gibt es diese Fenster, weil dort und die Tür, damit es eben durchfallen kann. Also damit dieses eine Zimmer dann nicht ausschaut, wie wenn es von der Westsonne abgeschnitten wäre. Ursprünglich wollte man eigentlich eine Glastür haben, aber irgendwie finde ich, dass die Glastür wäre halt irgendwas, wo du dann immer rausschaust und so kannst du das Vorhangel zumachen. Also ja, ich sage jetzt da, weil natürlich müsste ich jetzt sagen, also man kann dieses Vorhangel natürlich zumachen und dann, und hier drinnen gibt es noch so eine Tischko, da sind lauter so kleine Lampen drin. Das ist ziemlich lustig. Und die, ja. Und man sieht, das war auch die Post-Luigi-Blau-China-Phase. Ist unschwer erkennbar. Ja, aber das war doch jetzt noch einmal eine sehr gute weitere Erklärung zu dem Hier und Jetzt und zu dem, wie ihr in eurer Arbeit offenbar auch mit den Auftraggeberinnen oder Leuten, mit denen ihr das macht, immer auch noch was weiterentwickelt. Es gibt ja nichts Tolleres, als mit einer guten Tischlerfirma ordentlich was weiterzubringen. Ja, also ich finde es super. Mein Schlosser habe ich auch sehr gern. Also mit der Elektriker ist schwierig.
Aber jetzt frage ich trotzdem auch noch in die Runde, vielleicht möchte wer anderer noch fragen. Wir merken ja, die Claudia erzählt uns alleweil noch etwas. Es geht immer noch. Wir kommen halt mit den Gedanken, die wir jetzt erleben, auch dazu, dass es eine gewisse Wohnkultur gibt, die wir doch durchaus auch als wienerisch bezeichnen können, auch wenn es jetzt offenbar auch Aufgaben in anderen Bundesländern gibt. Oder erzähl doch ein bisschen, woran du jetzt sonst noch arbeitest. Wir machen gerade die Klos, was mag. Das ist auch wichtig. Hoffentlich. Und ein Haus in Weiden. Da sind wir jetzt gerade dran. Und aber so, anderes Bundesland, und bauen wir gerade ein Haus in Sardinien um. Naja, das ist doch was Gutes. Das ist cool. Weil die Verbindung mit dem Mittelmeer habe ich schon hier irgendwo immer ein bisschen gespürt, und wünsche ich dir alles Gute. Ja, danke. Also ich möchte noch gerne allen viel Spaß noch vielleicht mit dem Gespräch wünschen, aber wenn jetzt keine Fragen sind, dann besser noch im direkten Kontakt mit der Claudia. Die nächste Veranstaltung wird am 21. Oktober sein, da wird Bentaplan über ihre neuen Arbeiten sprechen. Und für mich wäre es jetzt einfach schön, dass jeder, der noch nicht unsere Vorträge erlebt hat, sich vielleicht hier eintragt, damit wir die Einladung verschicken können. Also sozusagen herzlichen Gruß fürs Wiederkommen, und ich wünsche noch einen interessanten Abend mit Claudia Cavalla. Danke.